Ja, willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Im letzten Video haben wir uns die implizite Konvertierung zwischen primitiven Datentypen angeschaut. Und in diesem Video schauen wir uns die explizite Konvertierung an. Dazu löschen wir erstmal den ganzen Code bis auf die ersten beiden Zeilen. Und zur Erinnerung nochmal kurz, wir haben uns hier eben einen Integerwert implizit in einen Longwert umgeformt und jetzt wollen wir das Ganze einfach mal in die andere Richtung machen. Das heißt, wir versuchen jetzt, wir machen einen Long, der heißt eben m, meinetwegen, und dem geben wir den Wert 72. Und wir haben einen Integerwert n, den wollen wir jetzt m zuweisen. Und genau das geht eben nicht. Warum? Wenn wir uns hier nochmal die Tabelle, die wir uns auch schon mal im letzten Video angeschaut haben, sehen wir, dass long einen deutlich größeren Wertebereich hat als Integer. Das heißt, wenn wir eine sehr, sehr große Zahl haben, die in 32-Bit Ganzzahl gar nicht mehr abzubilden ist, was passiert denn dann eigentlich in Visual Studio? Nun, um das trotzdem machen zu können, macht man einen sogenannten expliziten, eine explizite Konvertierung oder eben auch genannt CAST. Und dazu schreibt man eben zwei Klammern vor den Ausdruck, der gecastet werden soll. Und dann eben den Zieltypen. Wir sehen hier, sobald wir das machen, ist der Code wieder valide. Wir können ihn hier ausführen. Wir haben hier eben eine 72 stehen, wie man hier sieht. Und wenn wir die nächste Zeile ausführen, dann sehen wir, dass auch die 72 wieder in den Int umgeformt wurde. Genau. Was ist zum Cast zu sagen? Im Prinzip gibt man dem Compiler hier mit, dass man sich bewusst ist, dass bei dieser Konvertierung Fehler auftreten können. Eben in Form von, wir haben eine sehr große Zahl. Wir können ja beispielsweise eine bilden. Wir könnten sagen, wir machen, was ist denn eine sehr große Longzahl, die man mit 64 Bit abbilden könnte. Wir bräuchten eigentlich bloß mehr als 2 Milliarden. Wir machen mal eine sehr lange Longzahl. Und versuchen die jetzt zu konvertieren. Sieht man eben hier, dass sich der Wert verändert hat. Ich zoome nochmal hin. Wir haben hier eine Zahl, die nicht in den Wertebereich von int reinpasst. Und wir sehen, dass durch die Konvertierung eben letztendlich der Wert verfälscht wurde. Weil die Bytes werden ja für den unterschiedlichen Datentypen neu interpretiert. Und wir sehen hier eben, dass das nicht funktioniert hat. Wie kommt man übrigens an die maximalen Grenzen der jeweiligen Datentypen ran? Wenn man den Typen schreibt und danach den Punktoperator, bekommt man hier Mitglieder der Int-Struktur geliefert, unter anderem auch Max-Value und Min-Value. Das heißt, wir könnten uns beispielsweise auch den Max-Value von int nehmen und zu diesem später noch 10 dazu rechnen.
das ist der Plus-Ist-Gleich-Operator, ist genauso wie in C, ist das letztendlich derselbe Ausdruck, wie wenn ich schreiben würde m plus 10, das ist einfach bloß eine kürzere Schreibweise, das heißt, wir nehmen den aktuellen Wert von m, rechnen 10 dazu und weisen das Ergebnis wieder m zu. Und das kann man kurz in dieser Schreibweise hier ausdrücken. So, das heißt, wenn wir haben jetzt definitiv eine Zahl, die größer als int ist, aber noch im Bereich vom long. Und wenn wir dann bis zu dieser Zeile nochmals debuggen, sieht man eben, dass hier letztendlich ein Überlauf stattfindet für den Wert. Also wir kommen hier ins Negative für den Integerwert. Und diesen Max-Value gibt es auch für andere Datentypen, genauso für Double, für Long, für Short, für Float, für Decimal und so weiter. Ja, für Decimal heißt er anscheinend anders. Oder es gibt für den doch Max-Value und Min-Value. Okay. Also wie gesagt, wir können mit zwei geschleiften Klammern und den Zieldatentyp, den expliziten Cast, vornehmen. Das könnte man beispielsweise auch machen, wenn man hier mit Floats arbeiten würden. Und wenn wir dann sagen, wir hätten eben eine Double-Zahl, die heißt gegen O und da steht 50 drin und wir rufen jetzt Bilde Quadrat, die wir schon im letzten Video geschrieben haben, eben hier auf und in diesem Ausdruck für den Parameter wird eben ein Float-Wert erwartet. Double kann aber nicht implizit zu Float konvertiert werden, das heißt, wir müssten hier explizit casten und dann können wir uns das Ergebnis wiederum hier speichern. Dann gibt es natürlich auch wieder hier eine Tabelle. Was ist denn überhaupt erlaubt mit expliziten Casts? Es ist nicht möglich, dass man explizite Casts von einem beliebigen Datentyp zu einem anderen macht, sondern in dieser Tabelle hier auf der MSDN ist eben genau definiert, was funktioniert. Schauen wir uns doch mal die wichtigsten nochmal an. Von int können wir in die kleineren explizit casten. Wir können aber also für float genauso. Im Prinzip ist das die vorherige Tabelle der impliziten casts bloß umgedreht. Also die Typen, die bei float hier nicht aufgeführt wurden. Hier hatten wir float geht implizit nach double. Hier sieht man eigentlich alle Datentypen, zu denen man irgendwie nach Float implizit casten kann. Oder Entschuldigung, implizit konvertieren kann. Und anhand dieser Tabelle ist eben festgelegt, was mit expliziten Casts geht. Und wir sehen hier wieder, wir haben keine expliziten Casts nach Boolean, also dem Bool-Wert oder nach String oder ähnlichem. Also wir können auch mit einem expliziten Cast immer noch nicht das Problem lösen, was wir Anfang des letzten Videos aufgeworfen haben. Wenn ich in meinem String tatsächlich eine 2 stehen habe und ich möchte diese 2 letztendlich als Zahl interpretieren und nicht als String-Wert, weil mit einer Zahl kann ich rechnen, mit Strings nicht, dann geht das auch nicht über einen Cast-Operator, weil eben explizite Casts nur zwischen bestimmten Datentypen erlaubt ist. Wir schauen uns aber im nächsten Video an, wie man tatsächlich Strings zu Ints konvertiert oder zu anderen Datentypen.
Dazu gibt es eben die Klasse Convert, die ich im letzten Video schon angesprochen habe. Nochmal kurze Wiederholung, was haben wir uns hier angeschaut? Wir haben uns angeguckt, wie schaut der Cast-Operator aus. Letztendlich ist das zwei Klammern mit dem Zieldatentyp dazwischen, die vor dem Ausdruck stehen, der gecastet werden muss. Und die Cast-Reihenfolge, Entschuldigung, die Regeln für die expliziten Casts sind eben in dieser Tabelle in C-Sharp vorgegeben, zu welchen Datentypen das geht. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, wo es dann um die Convert-Klasse geht, wieder. Bis dann!